Deine Star FM Rush Hour ist heute hier im Schultheißquartier in der Turmstraße 25 in Mitte. Und ich bin nicht alleine, natürlich ist Thomas an meiner Seite. Und Evil Jared ist da. Hi. Hola, servus. Wie geht's dir? Ja, nix schlecht. Es ist so schön hier in Mitte. Und wir wissen ja, Evil Jared ist eigentlich ein ausgewachsenes Kind. Was haben Kinder immer besonders gern in einer Shopping-Mall gemacht? Richtig. Genau. Rolltreppen fahren. Ja. Und aber das verkehrt rum. Ja, und das ist unsere Challenge für heute. Es geht nämlich die Rolltreppe einmal hoch, einmal runter. Allerdings natürlich, hier geht's runter und hier geht's hoch. In die entgegengesetzte. Ja. Ich habe gedacht, wir haben eine Herausforderung für Ladendiebstahl. Das machst du nachher alleine, ohne Kamera. Ja, okay. Und wer schneller die Treppe hoch und runter kommt, ist hier natürlich der Gewinner. Wer fängt an? Stift. Okay, ja, Schere, Stein, Papier. Okay. Also, danke, ja. Okay. Okay, so Thomas fängt an. I'll begin. Thomas bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig, los! Und er rennt los. Die Treppe da oben sieht sehr lustig aus. Schneller, Thomas! Und nicht runterfallen jetzt. Übers Hindernis und stopp. 18 Sekunden, 8 Millisekunden. Okay, nicht schlecht. Ja, jetzt kann man ja keine Vergleichszeit. Also. Sagen. Er hatte aber auch allerdings keine Passanten auf der Rolltreppe, das muss man dazu sagen. Als nächstes kommt Jared dran. Bist du bereit? Bereit. Auf die Plätze. Weil der ist leicht übertreten. So, auf die Plätze, fertig, los! Go, 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 go! Und da kommt der erste Passant, aber er rennt ganz gekonnt vorbei, als wäre er gar nicht da. Der junge Mann macht die Daumen hoch, feuert an. Hier rumpelt es so richtig auf der Rolle. Nicht kaputt machen! Und stopp! Ja! Okay, was glaubst du, was ist deine Zeit? 16. Nein. 17? Nein. 19? Nein. 20? Nein, 15,9! Und wir haben einen Gewinner. Evil Jared ist natürlich das bessere Kind, wenn es um Quatsch machen in der Shopping Mall geht. Jetzt finden wir raus, welcher Shopping-Typ Jared ist. Gehst du überhaupt shoppen? Nicht wirklich. Ich hasse es. Normalerweise warte ich, bis mein Kühlschrank komplett leer ist. Und dann, wenn ich muss, dann gehe ich zum Edeka oder was. Also wie in der Studenten... Okay, das war eine Lüge. Lidl. Wie im guten alten Studentenleben, so kenne ich das noch. Hier sind deine Fragen. Margarine oder Butter? Oh, Butter. Margarine gibt man Krebs. Nüsse oder Schokolade? Hä? Was ist das erste? Nuts or Chocolate? Oh, was ist deine? Was sagst du? Nein. Schokolade? Nüsse. Was? Nein, warum Nüsse? Schokolade ist ungesund. Oh, wie gesund der ist. Ich bin krass verwirrt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Okay, die Frage ist einfach. Restaurant oder selber kochen? Restaurant. Ich bin faul. Brötchen oder Toast? Toast. Ja, Amerikaner. Klar. Amerikaner, ja, selbstverständlich. Wein oder Bier? Bitte, wo sind wir? Berlin, Bier. Sorry für die Frage. Gemüse oder Obst? Gemüse. Kaffee oder Cola? Cola. Ja, hast du probiert Captain und Coffee? Es ist eckelig. Captain und Coke? Lecker. Cookies oder Kuchen? Kuchen. Fleisch oder Fisch? Fleisch. Selber shoppen oder liefern lassen? Oh, liefern lassen. Existiert das in... Ja, du kannst dir alles liefern lassen. Wirklich? Von allen, fast in Amerika, wir haben bei Amazon same day shipping, ja? Ja, gibt es hier auch? Ja, haben wir alles. Oh, ich muss das Haus nicht verlassen. Wenn Gott, ich war vor ein paar Jahren in Russland. In Russland jetzt haben die selbe Jahr Shipping. Selbe Jahr? Ja. Ja, da muss das nämlich erst noch die Kuh geschlachtet werden, bis sie dann bis zu dir kommt. Okay, das war's. Wir wissen jetzt einigermaßen, was für ein Shopping-Typ du bist, nämlich gar keiner. Okay, und was kann man gewinnen?
Ein Bier, live in der Staff M Rush Hour bis 16 Uhr. Okay, oder Wein? Nein. Nein. Berlin, Bier. Bier. Okay, Bier. Also, lass losgehen. So, wir haben 30 Sekunden. Das bedeutet, ich könnte die Rolltreppe zweimal, drei Runden machen. Thomas nicht. Nachdem wir letztes Mal, als du bei Star FM warst, zur Star FM Charity deinen Bierpong kennengelernt haben. Seit dann bin ich ganz beschäftigt. Ich habe zwei neue Produkte entwickelt. Du bist sehr, sehr fleißig und du bleibst deiner Linie treu, denn nachdem etwas gekommen ist, damit du dich betrinkst und dich am nächsten Morgen nicht ganz so gut fühlst, hat... Jeder weiß diese Gefühl, ja. Du aufwachst, dein Kopf fühlt, like es war geschlagen von einem S-Bahn-Zug, du musst kotzen, du hast wahrscheinlich ein bisschen Kacke in deiner Hose. Ja, jeder weiß diese Gefühl. Kacke in der Hose. Okay. Ich bin die Einzige. Okay, das können wir schnitten. Und du hast ganz viele Produkte von dir mitgebracht. Ja. Wir haben eine neue Rubrik, die heißt 30 Sekunden Ruhm im Radio. Oh, super. 30 Sekunden, ist das genug? Ja. Okay. Das ist jetzt dein Problem. Okay. 30 Sekunden Ruhm im Radio, ab jetzt. Okay, so ich bin Evil Jared und ich habe jetzt zwei neue Produkte. Einer ist mein Kartenspiel, es heißt Jared's Cup. Es ist ganz, ganz Spaß, das Spiel mit deinen Freunden. Ich habe auch Hangover Control, das ist ganz wichtig. Wenn du fühlst wie Scheiß nach Getränken, du kannst das nutzen und du fühlst super. Alles bei hangovercontrol.de. Das waren noch 20 Sekunden, du hast noch. Und das ist auch verfügbar bei Amazon. Man muss nur Evil Jared suchen bei Amazon. Okay, das waren 30 Sekunden Ruhm im Radio. Jetzt ist Schluss. Schluss. Star FM.